herzlich willkommen geht an die Schauspielerinnen und Schauspieler, die heute hier sind. Ich freue mich, dass wir eine wunderbare Besetzung zustande bekommen haben. Was bewegt uns nach Hersfeld zu kommen? Ja. Nee, es hat mich schon auch interessiert. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so hellhörig gewesen wäre, ohne zu wissen, dass Dieter Wedel hier ist. Und mit Herrn Wedel zu arbeiten, ist immer raus aus der Komfortzone, etwas über mich selber zu erfahren, lernen. Ich habe immer das Gefühl, ich darf meinen Beruf ausüben und nicht nur Fließbandarbeit machen. Man merkt bei ihm, dass er wirklich Schauspieler liebt und sie auch fordert und ihnen hilft, ja, vielleicht mehr zu geben, als sie bisher gewohnt waren. Ich finde es immer inspirierend als Schauspieler, wenn man zum Schluss der Proben immer noch mal ein bisschen mehr versucht, die Schraube anzuziehen und die Perfektion, die unperfekte Perfektion. Weil ich kann nicht singen, ich kann Geschichten erzählen, ich kann Chansons, ich kann, aber jetzt singen, das ist für mich Frau Lemper oder Angelika Milzer oder wirklich, also eine richtige, oder hier, bitteschön. Also das kann ich nicht. Aber ich habe so getan, als würde ich es können. Und viele haben es mir auch geglaubt. Und ich fand, als Schauspielerin, wenn man Szenen spielt, es ist eine wahnsinniges Gefühl, dass schon die Musik ist es schon untermalt für dich. Es unterstützt alles, was du machst. Und so, ja, ich spiele gern, wenn alle Musen dabei sind. Es werden auch junge Schauspieler dabei sein, weil nach dem Casting habe ich auch ein paar entdeckt, wo ich ganz begeistert war. Und über den Eindruck, im Augenblick sind das noch unbekannte Namen und unbekannte Gesichter. In 2-3 Jahren werden sie schon sagen, oh, ist ja toll, dass der oder die auch nach Hersfeld kommt. Es war von Anfang an klar, dass es ein Stück für Kinder und Familien geben soll. Das ist heute in jedem Theater so. Es ist eigentlich undenkbar, dass man ein Kulturangebot macht, ohne auch ein Angebot für jüngere Zuschauer zu machen. Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich auch Premiere. Ich habe noch nie frei Lufttheater gespielt, also in so einer Burgruine oder so, habe ich noch nie gemacht. Und ich freue mich genauso darauf, wie ich ein bisschen Angst davor habe. Also das ist ja ein ganz fremdes Metier, aber offenbar bin ich noch nicht alt genug, ich kann noch dazulernen. Die Stiftsruine ist besonders schön, ist ein besonders großer Anziehungspunkt. Ist auch der Grund, warum ich heute hier sitze. Künftig, meine Damen und Herren, soll der Besuch der Festspiele zum Gesamterlebnis werden. Es wird eine Pause geben. Es wird eine gute Sicht von allen Plätzen geben. Es wird Beinfreiheit geben, Bequemlichkeit. Es wird einen erleuchteten Park geben, ein Foyer im Grünen, dass ein Ort auch der Begegnung und des Gesprächs wird. Er hat vorhin gesagt, wir müssen Theater machen, was mit den Leuten zu tun hat, die reingehen. Und als ich seine Fassung dieses Stückes gelesen habe, da lief es mir kalt über den Rücken. Da tritt der Pascha auf und sagt, alle Ungläubigen in der Stadt werden umgebracht. Alle Fremden raus. Das ist toll, wenn man daraus eine Komödie macht. Denn nur übers Lachen kann man Sachen in Bewegung bringen und aufklären. Wir wollen ein Theater machen, was vielleicht das schafft, was ich hin und wieder in meinen Fernsehfilmen geschafft habe. Nämlich den schwierigen Spagat zwischen Anspruch und Popularität. Also ich glaube, insgesamt dürfen wir uns alle auf eine spannende, erlebnisreiche Saison freuen. Ich zumindest tue das. Ich freue mich sehr darauf. Auch hier zu hören.